Ein Mann aus unserer Gemeinde hat mich gefragt, ob ich nicht das Sonntagsevangelium vorlesen kann und das aufnehme und es weitergebe und vielleicht noch ein paar Impulse dazu setzen kann. Das mache ich jetzt mal. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das ist erst der Anfang des Evangeliums. Da geht es noch ganz, ganz lange weiter mit diesem Blindgeborenen, an dem dann deutlich wird, dass Jesus das Licht der Welt ist. Er wird sehend, aber nicht nur in den Augen, sondern auch in der Seele. Und das Dunkel wird nicht nur eine Frage sein, wer hat gesündigt, sondern das Dunkel wird der Hintergrund, auf dem das Licht aufscheint. Ich bin froh für dieses Evangelium an diesem Sonntag. Das Dunkel ist ja in unseren Tagen so dick. Wenn ich an all die Nachrichten denke, die sich jeden Tag überschlagen, an all die Änderungen, die wir seit gut einer Woche immer wieder in neuen Takten haben und auf die wir uns einstellen müssen und die uns so schwer sind, die Einschränkungen im täglichen Leben. Und dann all die dunklen Nachrichten, die immer neu auf uns einprasseln. Es ist schwer geworden in diesen Tagen. Und da bin ich froh, dass Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Das Dunkel macht sich breit. In den Nachrichten hören wir Absagen und es geht nur noch um Corona und das Ausbreiten dieser Epidemie in ungeahntem Maß. Wir hören die Nachrichten aus unseren Krankenhäusern und mir fallen Menschen ein, aus deren Familien ich in dieser Woche jemanden beerdigt habe und die so traurig waren, dass sie das nicht in der Weise tun konnten, wie sie immer Gottesdienst gefeiert haben. Mir fallen all die Menschen ein, die in den Altenheimen auf Besuch waren und die nicht mehr kommt. Meine Mutter gehört auch dazu. Im Hospiz müssen die Sterbenden alleine bleiben, weil die Angst vor Ansteckung der Angehörigen und vor allem der Pflegenden das notwendig macht. In den Krankenhäusern bereitet man sich auf größeren Ansturm vor. Und viele arbeiten in diesen Tagen über das Maß hinaus. Das Dunkel und die Dunkellitaneien ließen sich in diesen Tagen ja noch unendlich fortführen. Und Sie kennen das aus Ihrem Leben, aus Ihrem Umfeld ja ganz genauso. Die Familien, die sich jetzt zusammenraufen müssen und einen ganz neuen Arbeitsalltag, einen neuen Familienalltag erfinden müssen. Die Botschaften aus ihrem Umfeld, die Sorge um die wirtschaftliche und finanzielle Existenz der Familien. Wie geht es weiter im Beruf? Und wie wird unsere Gesellschaft sich weiterentwickeln? Sie kennen die Dunkellitaneien, von denen es so viele Strophen in diesen Tagen gibt. Ich will aber nicht nur das Dunkel sehen. Ich brauche auch das Licht.
Ich habe mich entschieden, nur noch einmal am Tag Nachrichten zu schauen, weil das andere meine Seele nicht verträgt. Mein Herz ist sonst zu schwer von all dem Dunkel. Und ich bin froh, dass Jesus das Licht ist und ich das auch noch sehen kann in diesen Tagen. Ich will mich daran erinnern, dass es Licht gibt. Und tatsächlich haben wir es in diesen Tagen geschafft, eine Telefonhotline auf die Beine zu stellen. Ein junger Mann hat uns mit seinen Fähigkeiten geholfen, dass wir das hinkriegen, eine Hotline zu erstellen, die sich umstellt mit all den technischen Dingen, die dafür notwendig sind. Wir haben einen Einkaufsdienst auf die Beine gestellt. Am Montag können Menschen bei uns anrufen und sagen, dass sie Hilfe brauchen beim Einkaufen, und das haben sich über 20 Leute schon jetzt bereit gefunden, um da zu helfen. Und es gibt Initiativen in unserer Stadt, die das schon in den letzten Tagen getan haben, in Heppingen, Heimersheim und Kirchdaun. Wir haben Gebetsgruppen gefunden, Menschen, die das Anliegen dieser Tage mit ins Gebet nehmen. Das können wir nicht alleine. Und es braucht ganz viele, die beten. In den nächsten Tagen werden um 19.30 Uhr die Kirchenglocken läuten, und ich weiß schon jetzt, dass sich viele im Gebet mit verbinden werden und dass das als Zeichen der Solidarität auch an die Ohren kommt, die es in diesen Tagen besonders notwendig haben. Ich möchte das Licht sehen. Und ich bin dankbar, dass es es gibt, auch in diesen Tagen. Wir Menschen sind nicht für das Dunkel geschaffen. Und auch wenn die Nacht sich ausbreitet, das hat Jesus ja auch schon zu den Blindgeborenen gesagt, auch wenn wir nicht sehen, wie es weitergeht, es ist das Licht da. Und ich bin unendlich dankbar, dass Menschen dieses Licht weitergeben. Und ich glaube, dass wir als Kirche genau in diesen Tagen dazu da sind. Und Kirche meint nicht nur der Pastor und die, die von der Kirche bezahlt werden, sondern es meint jeden Einzelnen von uns. Wir müssen uns gegenseitig stärken, dass wir Licht sind, und wir müssen dieser Welt zeigen, dass es Licht gibt. Bitten wir Jesus, dass er auch in diesen Tagen aufstrahlt. Jesus, sei du in diesen Tagen Licht für die, die im Dunkeln sind, für die, deren Herz dunkel geworden ist, die Angst haben. Sei du in diesen Tagen Licht durch liebe Menschen, die für andere da sind. Und hilf uns, Licht zu sein, Freude und Leben auszustrahlen, Hoffnung und Zuversicht, dass auch durch das, was wir jetzt erleben, du aufstrahlen kannst und die Welt sich zu einem Besseren wandelt. Hilf uns dabei und gib deinen Segen.